Peppa Woods Geschichten. Lasst uns springen! Vorwärts, mein Supermarkt-Team! Ich schieb den Wagen! Ich habe die Einkaufsliste. Dinosaurier! Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute im Supermarkt. Mama, wir gehen an allen Regalen vorbei. Und warum macht deine Tasche so viel Lärm? Wir sind da! Wow! Das hier ist ein Spezialbereich innerhalb des Supermarkts. Er heißt Nachfüllstation. Aber wie tragen wir so die Lebensmittel? Aha, damit hier! Man bringt seine eigenen Behälter zur Nachfüllstation und füllt diese dann mit Lebensmitteln. Na gut, Team. Peppa und ich lesen euch die Einkaufsliste vor. Peppa und Schorsch, ihr dürft die Behälter füllen. Bereit? Ja! Und am Ende gibt es als Belohnung Mittagessen. Ja. Los geht's! Als erstes brauchen wir Reis. Hab ihn! Schorsch, wir brauchen noch einen Behälter für den Reis. Das ist ein Eierkarton, Schorsch. Oh je. Peppa und Schorsch haben den Reis in den Eierkarton gefüllt. Was kommt jetzt? Oh, Cornflakes. Oh. Ist das nicht eine Milchflasche? Die ist perfekt, Schorsch. Oh, wir haben nur ganz wenig verschüttet. Danke für die Hilfe, Dinosaurier. Als nächstes Milch. Oh. Oh je, die Milchflasche ist schon mit Cornflakes gefüllt. Nun weiß niemand so recht, wohin die Milch kommen soll. Schorsch schlägt vor, den Saftkarton dafür zu benutzen. Gute Idee, Schorsch. Weiter. Das nächste ist, Orangensaft. Oh, Peppa und Schorsch haben gerade Milch in den Saftkarton gefüllt. Dafür müssen wir wohl den Reissack nehmen. Guck, wie das wackelt. Das wackelt so lustig. Und als letztes brauchen wir Pasta. Los! Ich schätze, wir essen viel Pasta diese Woche. Jetzt müssen die Lebensmittel zur Kasse gebracht und bezahlt werden. Was ist das denn da drüben? Da haben wir einen Eierkarton mit Reis, eine Milchflasche mit Cornflakes, einen Saftkarton mit Milch, einen Beutel Pasta und einen Sack Orangensaft. Also das Übliche. Dinosaurier! Oh, und Schorschs Dinosaurier hat ein paar Cornflakes gegessen. Peppa und ihre Familie sind im Supermarkt. Sie begeben sich jetzt zur Kasse, um für ihre Einkäufe zu zahlen. Tut mir leid, ich muss dringend aufs Klo. Ihr könnt die Selbstbedienungskasse benutzen. Bei der Selbstbedienungskasse kann man seine Einkäufe selbst einscannen und bezahlen. Was für ein großer Einkaufsroboter! Wollt ihr zwei alles einscannen? Ja, bitte! Hallo, liebe Kundin! Hallo, Einkaufsroboter! Stellt die Taschen bitte in den Einpackbereich. Tasche! Ja, Schorsch! Mamas Handtasche ist eine Tasche! Diese Tasche ist die falsche Tasche! Der Einkaufsroboter braucht Einkaufstaschen! Diese Tasche ist die richtige Tasche! Ja! Bitte Artikel einscannen! Piep. Peppa und Schorsch macht das Einscannen Spaß! Piep. Artikel nicht erkannt! Nochmal einscannen! Piep? Artikel immer noch nicht erkannt. Nochmal einscannen. Viele Einkäufer warten darauf, den Einkaufsroboter benutzen zu können. Artikel nicht erkannt. Es funktioniert nicht. Artikel nicht erkannt. Artikel nicht erkannt. Artikel, 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 Artikel erkannt. Ja! Bitte gib 10 Saftkartons in den Einpackbereich. 10? Das kann nicht stimmen. Wir brauchen nicht so viel Saft. Saftkartons entfernen. Mehr Saft hinzugefügt. Bitte gib 60 Saftkartons in den Einpackbereich. Abbrechen! So sollte es klappen.
Mama Wutz kennt sich mit Computern aus und mit Einkaufsrobotern. Wie scannt man das ein, Mama? Die Ananas hat kein Etikett, das man einscannen kann. Man muss sie auf dem Bildschirm suchen. Tannenzapfen? Nein. Pinienkerne? Nein. Ah, Ananas. Hier ist sie. Ja! Artikel ist so leicht. Oh, und wie ist es jetzt? Artikel ist so schwer. Jeder im Supermarkt versucht zu helfen. Das Etikett ist fehlerhaft. Oh nein, der Einkaufsroboter ist kaputt. Entschuldigt, ich bin zurück. Wer ist der Nächste? Na super. Jeder liebt es, einkaufen zu gehen. Bitte Artikel einscannen. Aber Einkaufsroboter mag nicht jeder. Dinosaurier! Mama Wutz hat Peppa und Schorsch heute in einen besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo, ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir! Ach ja? Worauf wartet ihr dann noch? Los geht's! Hurra! Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein Dinosaurier. Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß! Oh, gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Peppa und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Und mit ein wenig Spielzeugladen-Magie baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Heizen. Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Peppa und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra! Perfekt! Und rein damit! Oh je! Die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja. Nun ja, ich finde die Spielsachen immer noch toll und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Oui. Warte auf uns, Peppa. Oui. Wow. Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Wow. Stell dich in der Mitte hin, Peppa. Oh, was macht sie denn da? Stillhalten. Was war denn das? Tada! Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Peppa aussieht. Guck, Schorsch, ich bin winzig klein. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Hallo! Peppa und ihre Familie sind in einem Sandwichladen, um Mittag zu essen. Peppa, in diesem Sandwichladen wird nicht an der Theke bestellt, sondern hier auf diesen Spezialbildschirmen. Oh, tut mir leid. Versuch doch mal, ein Sandwich zu bestellen, Peppa. Oh. Hier kannst du die Zutaten auswählen, mit denen dein Baguette belegt werden soll. Ich habe mega Hunger. Ich möchte ein wirklich großes, langes Baguette, bitte. Salat, Tomaten,
und ganz viel Käse. Peppa wählt sehr viel Käse aus. Daher wird ihr Sandwich immer größer und größer. Ich weiß, dass du hungrig bist, Peppa. Aber das ist wohl etwas zu viel Käse. Oh, okay. Jetzt drückst du hier auf Bestellen, dann wird dein Sandwich gemacht. Die Köche haben Peppas Bestellung erhalten und machen sich sofort an die Arbeit. Es sieht so lecker aus und so käsig. Jetzt kann sich Schorsch sein Sandwich bestellen. Guck, dieses Kindermenü kommt mit einer besonderen Überraschung. Überraschung! Schorsch wartet ungeduldig auf seine Überraschung. Jetzt ist Mama Wutz dran mit Bestellen. Ich hätte gerne dasselbe wie immer. Tomatenpilze, 6 Essiggurken, 2 Käsescheiben, Oliven, keine Salatgurken, eine halbe rote Paprikaschote und Chilisauce in einem Vollkornbaguette. Hast du Salatgurken gesagt? Nein, nein! Nein! Schorsch, nein! Oh, Schorsch, nein! Ich schätze mal, es ist gut, was Neues auszuprobieren. Peppa und Schorsch genießen ihr Mittagessen, während Mama Wutz noch auf ihr Spezialsandwich wartet. Mm, es ist so käsig! Jetzt wird Mama Wutz Brötchen zubereitet. Es wird etwas größer, als sie erwartet hat. Es ist fertig, Mama. Oh, so groß. Das kann ich niemals alleine aufessen. Wollen Sie mitessen? Oh, es ist ziemlich scharf, oder? Aber wirklich lecker. Mein neues Lieblingssandwich. Alle genießen ihre Sandwiches. Sogar Mama Wutz, die eigentlich ein anderes Sandwich wollte. Heute haben Peppa und ihre Familie im Supermarkt eingekauft. Wiedersehen, Supermarkt. Ist das ein Roboter? Nein, Peppa, das ist ein Warenautomat. Du schmeißt Geld hinein, um die Waren darin zu kaufen. Können wir bitte etwas aus dem Roboter kaufen? Okay, jeder von uns wählt eine Sache, auf die er Lust hat. Ja! Peppa freut sich schon, etwas aus dem Warenautomaten zu kaufen. Bitte sehr, Peppa. Mach's gut, Münze. Jetzt drückst du die Taste, die zu der Ware passt, die du möchtest. Ich möchte einen Orangensaft. Da ist er. Hurra! Sehr lecker. Schorsch hat ein Plätzchen in Dinosaurierform entdeckt. Hier, bitte, Schorsch. Jetzt drückst du die Taste mit dem Dinosaurier. Dinosaurier! Ich schätze, ich wähle dieses Getränk. Oh je, es steckt fest. Papa Wutz Getränk wird von einem Sandwich blockiert. Das Sandwich ist im Weg. Böses Sandwich. Wir müssen jetzt auch das Sandwich kaufen, damit es das Getränk hinunterschubst. Oh, es steckt wieder fest. Böse Ananas. Oh. Ha, dann kaufen wir die Ananas auch. Es steckt wieder fest. Schon wieder. Das Getränk ist nun endlich ganz unten gelandet. Super! Ja. Endlich habe ich mein Getränk. Oh nein.
Mein Getränk hat mich vollgespritzt. Armer Papa. Wähl lieber was anderes aus dem Warenautomaten. Gute Idee. Oh, der Warenautomat ist leer. Ja, weil wir alle Waren gekauft haben. Peppa und ihre Freunde gehen heute in den Süßwarenladen. Hallo, Frau Mümmel. Ich hätte ganz gerne alles in diesem Süßwarenladen. Hier ist meine Münze. Peppa und ihre Freunde haben alle eine Münze, um sich etwas zu kaufen. Hier ist auch meine Münze. Und meine. Und meine. Wow, das ist echt viel Geld. Aber es ist leider zu wenig, um alle Süßigkeiten zu kaufen. Oh, ja. Eine Münze ist perfekt, um meine neuen Süßigkeitenmaschinen zu testen. Oh. Ihr wählt einfach eine Maschine aus, werft eure Münze ein und drückt den großen roten Knopf. Erdbeerbänder. Aber Erdbeeren sind Obst, keine Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten werden aus köstlichem, echtem Obst gemacht. Schmeckt viel besser und ist viel gesünder. Leckere Erdbeeren. Die sehen aus wie Haare. Du hast recht. Ich habe einen Erdbeerpferdeschwanz. Ich bin dran. Emily Elefant hat eine Regenbogenlutschermaschine entdeckt. Bei dieser Maschine drückst du den Knopf mit dem Symbol deines Lieblingsfruchtgeschmacks. Gelbe Banane. Oh, du liebst rote Äpfel. Und rosa Himbeeren. Und blaue Blaubeeren. Und grüne Äpfel. Du magst jeden Fruchtgeschmack. So fruchtig. Guckt mal, eine sich drehende Schüssel. Eine Süßigkeiten-Zahnseitenmaschine. Wirf einfach deine Münze ein und probier sie aus. Wow! Das schmeckt nach Kokosnuss. Es sieht genauso aus wie du, Luzi. Und jetzt sieht es noch mehr aus wie du. Was ist das? Du kannst es ja herausfinden. Aber ich dachte, das ist eine Süßigkeitenmaschine und keine Geldmaschine. Kann ich damit vielleicht echte Süßigkeiten kaufen? Das musst du gar nicht. Diese Münze ist schon eine Süßigkeit. Oh. Es ist eine Schokoladenmünze. Schokolade! Hurra! Peppa liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Jeder liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Peppa und ihre Familie waren gerade im Supermarkt einkaufen. Vor dem Supermarkt steht ein Spielzeugautomat. Yeah! Mandy Maus hat ein neues Spielzeug. Guck, Mama, ein Jojo. Gut gemacht, Mandy. Peppa, George, wollt ihr auch ein neues Spielzeug haben? Ja, bitte. Wie funktioniert das denn, Frau Mümmel? Ihr kauft einen Jeton und drückt ihn in den Geldschlitz. Dann rollt einer der Bälle bis zum unteren Ende des Automaten und in diesem Ball ist dann ein Spielzeug versteckt. Dinosaurier! George hätte gern den Spielzeug-Dinosaurier. Klingt lustig. Ihr bekommt beide einen Jeton. Hier, für dich. Nachdem George den Jeton einwirft, leuchtet die Maschine auf und spielt Musik ab. Ein Ball rollt jetzt bis zum unteren Ende des Automats. Georges Preis ist ein Spielzeug-Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher? Das ist nützlich. Dinosaurier. Keine Sorge, George. Ich werde den Dinosaurier für dich gewinnen. Nachdem Peppa ihren Jeton einwirft, leuchtet der Automat wieder auf und ein anderer Ball rollt heraus. Oh. Peppa hat auch nicht den Dinosaurier gewonnen. Dafür aber sehr hübsche Aufkleber. Dinosaurier!
Das sind echt tolle Spielzeuge. Aber unsere Eiscreme beginnt zu schmelzen. So nah dran. Ich spüre, dass der Dinosaurier als nächstes rauskommen wird. Dürfen wir es noch einmal versuchen, Mama? Bitte! Okay, na gut. Noch einen Versuch. Peppa und Schorsch drücken den Hebel des Spielzeugautomaten nach unten. Aber dieses Mal kommt gar kein Ball heraus. Oh je, ich war schon gespannt auf euer neues Spielzeug. Keine Sorge, Mama Wutz. Ich repariere ihn. Ich muss dafür nur meinen Schraubenzieher finden. Nein! Nein! Schraubenzieher! Ah, danke, Schorsch. Ups. Hurra! Frau Mümmel hat den Automaten zu gut repariert. Jetzt sind alle Bälle aus dem Automaten gerollt. Ich muss die wieder zurücktun. Aber der hier ist für euch, weil ihr mir geholfen habt. Dinosaurier! Danke, Frau Mümmel. Der hier ist für Sie. Ei. Jeder findet den Spielzeugautomaten super. Und Schorsch liebt Dinosaurier. Peppa und ihre Spielgruppe besuchen heute eine Schokoladenfabrik. Darf ich bitte von der Schokolade kosten, Frau Mümmel? Ja, klar, Peppa. Hurra! Aber erst muss sie noch gemacht werden. Oh. Peppa freut sich riesig darauf, Schokolade zu machen. Wie macht man sie denn, Frau Mümmel? Mit dieser Maschine. Hallo, Maschine. Machst du mir bitte ein bisschen Schokolade? Danke, Maschine. Ja. Darf ich sie jetzt kosten, bitte? Noch nicht, Peppa. Wir müssen sie erst dekorieren. Folgt mir. Alle sind begeistert, die Schokolade dekorieren zu dürfen. Jeder von euch darf eine Tafel Schokolade verzieren. Das sieht aus wie eine Schlammpfütze. Oui, aber spring nicht hinein, Peppa. Und zum Dekorieren dürft ihr alles nehmen, was auf dem Tisch da liegt, solange es lecker ist. Meine ist eine Karottenschokoladentafel. Ganz köstlich. Meine ist eine Käseschokoladentafel. Piep, yum, yum. Und meine ist eine Spaghetti-Schokoladentafel. Oh. Erdbeerstreifen sehen nämlich aus wie Spaghetti. Fabelhaft. Darf ich denn die Schokolade vielleicht jetzt kosten, Frau Mümmel? Beinahe, Peppa. Die Schokolade muss zuerst im Kühlschrank abkühlen. Der Kühlschrank ist sehr kalt. Darin wird die flüssige Schokolade zu harten Schokoladentafeln. Und fertig! Hurra! Dürfen wir jetzt bitte die Schokolade kosten, Frau Mümmel? Noch nicht, Pep. Oh, warte. Doch, jetzt schon. Sehr lecker. Ganz zu fiebelfabelhaft. Stimmt etwas nicht, Peppa? Nein. Mir hat es nur so gut gefallen, als die Schokolade flüssig war, wie eine Schlammpfütze. Da hast du Glück. Denn ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar... ein großer Schokoladenbrunnen. Der sieht ja aus wie eine riesengroße Schokoladenschlammpfütze. Und hier ist viel gesundes Obst. Das könnt ihr eintauchen. Dankeschön, Frau Mümmel. Peppa liebt Schlammpfützen. Insbesondere dann, wenn sie aus Schokolade sind. Peppa und ihre Familie sind in den Supermarkt gegangen, um den Wocheneinkauf zu erledigen. Mit diesem speziellen Gerät können sie die Lebensmittel während des Einkaufs scannen. Wir haben Kartoffeln, Milch, Brot. Oh, Achtung, Peppa! Oh. Und Bohnen. Tut mir leid, Herr Bulle. Der Supermarkt schließt in 2 Minuten. Bitte begeben Sie sich zur Kasse. Wir müssen uns beeilen.
Dieser Einkaufswagen hat ein mega wackeliges Rad, Mama. Nimm den hier, Peppa. Der ist weniger wackelig. Aber das Gewackel macht doch Riesenspaß. Wackeln, wackeln. Wenn du meinst, aber ich wette, meiner ist schneller. Machen wir ein Rennen. Oh, wirklich? Eins, zwei, drei, los! Schon ist sie fort. Warte auf uns! Jetzt brauchen wir Cornflakes. Schnell, Schorsch! Erledigt! Peppa und Schorsch gehen in Führung. Und was jetzt, Papa? Oh, Käse. Hab ihn! Piep! Oh! Jetzt Pasta! Piep! Trauben! Piep! Tiefkühlerbsen! Hier, bitte sehr! Piep! Und als letztes fehlt uns nur noch Toilettenpapier. Oh. Das Toilettenpapier befindet sich ganz am anderen Ende des Supermarkts. Hallo, liebe Kunden! Der Supermarkt schließt in wenigen Augenblicken. Jetzt aber schnell! Pass auf! Wir laufen zu schnell! Peppas Familie hat das Toilettenpapier gefunden. Sogar richtig viel Toilettenpapier. Na gut, Leute, der Laden hat jetzt definitiv geschlossen, sobald das ganze Toilettenpapier bezahlt wurde. Peppa und ihre Familie lieben es, im Supermarkt einzukaufen. Insbesondere Toilettenpapier. Heute ist Pfannkuchentag. Daher essen Peppa und ihre Familie in einem schicken Pfannkuchenrestaurant. Hallo, ich bin heute eure Köchin. Ich backe die Pfannkuchen hier vor euch und ihr helft mir dabei. Was für Pfannkuchen können wir denn machen? Welche auch immer du willst. Wir haben hier viele leckere Zutaten. Für mich den Spezial-Pilze-Pfannkuchen, bitte. Einen bananeleckeren Bananenpfannkuchen mit extra Bananen für mich, bitte. Gut, kommt sofort. Hä? Frau Mümmel kann gut Pfannkuchen backen. Danke. Jetzt ein wenig Farbe. Und jetzt die Pilze. Bananen und extra Bananen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Riechen. Essen? Ihn wenden! Ganz genau! Juhu! Frau Mümmel kann sehr gut Pfannkuchen backen. Wow! Tada! Wow! Yay! Puh, was hättet ihr zwei gern in euren Pfannkuchen? Für mich einen schokoladigen Schokopfannkuchen mit Schokolade, bitte. Oh, du bist aber ein Schleckermaul. Und du, Schorsch? Grün. Rot. Oh, Erbsen und Tomaten für Schorsch. Und Ananas, Kokosnuss, viel Kohl. Und das? Nein, das ist scharfer Chili. Peppa. Peppa und Schorsch schmecken viele verschiedene Zutaten auf Pfannkuchen. Also wählen sie auch viele aus. Ja. Tada! Helft ihr mir beim Wenden? Ja. Gut, ich zähle bis drei und dann werden wir sie vorsichtig wenden. Eins, zwei, los! Peppa und Schorsch haben ihre Pfannkuchen hoch in die Luft geschleudert. Und auf Herrn Bulles Teller. Oh, lecker. Danke vielmals. Er ist süß und schmackhaft, knusprig und scharf. Sehr lecker.
Das ist ein spezieller Überraschungspfannkuchen. Pfannkuchen? Peppa und Schorsch lieben es, spezielle Überraschungspfannkuchen zu backen. Für euch zwei müssen wir wohl einen neuen machen. Ja! Aber noch lieber essen sie die fertigen Pfannkuchen. Peppa und Schorsch sind heute auf einem Jahrmarkt. Hallo, Peppa. Bist du schon im Spaßhaus gewesen? Was ist ein Spaßhaus? Es ist ein Gebäude auf dem Jahrmarkt mit vielen lustigen Räumen und ulkigen Gängen. Dürfen Schorsch und ich ins Spaßhaus gehen? Bitte. Bitte? Hallo, Frau Mümmel. Zwei für das Spaßhaus. Für den Eintritt ins Spaßhaus muss Mama Wutz bei Frau Mümmel Coupons kaufen. Aber die Coupons kosten mehr Münzen, als Mama Wutz gedacht hat. Oh. Danke, Mama Wutz. Oh. Hier entlang. Oh. Das ist die lustige Wackelbrücke. Überquert sie, um den Rest vom Spaßhaus zu sehen. Peppa überquert die Brücke ganz langsam und vorsichtig. Aber Schorsch findet es lustig, über die Brücke zu rennen. Deine Taktik ist viel besser, Schorsch. Hui! Gratulation! Jetzt müsst ihr den Pfeilen folgen. Hier entlang, Schorsch. Diese Spiegel haben so lustige Formen. In diesen Spiegeln sieht Peppas und Schorschs Spiegelbild wirklich sehr komisch aus. Dieser Spiegel lässt mich riesengroß aussehen. Und du siehst aus, als hättest du einen riesigen Kopf, Schorsch. In dem da siehst du richtig rund aus. Rund! Und in diesem Spiegel sehe ich ja aus wie Frau Mümmel. Ja, denn ich bin wirklich Frau Mümmel. Folgt mir in den sich drehenden Tunnel. Der Tunnel im Spaßhaus dreht sich immer und immer wieder. Oh. Und hier bläst ein starker Wind. Schau mal, nach dem Tunnel können wir die Rutsche runterrutschen. Rutsche! Ich helfe dir, Schorsch. Wo bleiben Sie denn so lange? Ich hoffe, Sie finden raus. Und wie war's? Das Spaßhaus hat wirklich Spaß gemacht. So soll es sein. Jeder liebt das Spaßhaus. Denn das Spaßhaus macht großen Spaß. Vier Karten, bitte. Viermal Popcorn, bitte. Vier Getränke, bitte. Peppa und ihre Familie sind heute ins Kino gegangen. Peppas Lieblingsbuch wurde nämlich verfilmt. Ach komm schon, Schorsch. Wir sehen uns doch gar nicht diesen Gruselfilm an. Unser Film ist nämlich mega lustig und gar nicht gruselig. Gruselfilme dürfen sich nur Erwachsene ansehen. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. Oh, Emine. Oh. Im Kino klappen die Sitze zusammen, wenn sie nicht benutzt werden. Aber Schorschs Sitz klappt auch dann zusammen, wenn er darin sitzt. Verzeihung, ich muss da durch. Beine einziehen. Zum Glück hat Frau Mümmel ein Spezialpolster, das den Sitz flach hält. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem. Ich schon wieder. Wer hat Popcorn verschüttet? Schorsch mag es nicht, wenn es im Kinosaal dunkel wird. Wusch, wusch. Ja, es geht endlich los. Entschuldigung. Schorsch mag auch keine lauten Geräusche. Da ist der Bösewicht. Bösewicht.
Oh je, Schorsch findet den Bösewicht in dem Film etwas gruselig. Soll ich mit Schorsch lieber hinausgehen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Film. Oh. Peppa hat eine Idee, wie der Bösewicht auf Schorsch weniger gruselig wirkt. Hallo, Schorsch. Ich bin's. Ich tue im Film eigentlich nur so, als sei ich ein Bösewicht. Ich bin gar nicht so richtig gruselig. Nicht gruselig? Nein. Und mit diesem Zauberstab kann dir gar nichts passieren. Wusch! Wusch! Und am Ende der Geschichte leben alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh, wirklich? Wusch! Sch! Entschuldigung. Jeder liebt es, ins Kino zu gehen. Und Schorsch mag am allerliebsten Filme, die gut ausgehen. Peppa und ihre Spielgruppe sind heute zu Besuch in einer Saftfabrik. Dort lernen sie, wie Saft gemacht wird. Und das hier ist die Saftpresse. Sie presst den ganzen Saft aus den Orangen raus. Darf ich auch ein paar Orangen pressen, Frau Mümmel? Natürlich. Jeder von euch darf das. Hurra! Ja. Orangen zu pressen macht allen großen Spaß. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Meine Hände sind müde. Kein Problem, denn als nächstes seht ihr den Saftstampfer. Oh. Die großen Stiefel des Stampfers quetschen den ganzen Saft aus den Erdbeeren heraus. Darf ich mal stampfen, Frau Mümmel? Ja, das dürft ihr natürlich alle. Hurra! Schlüpft in diese Stiefel und stampft drauf los. Das ist genauso wie beim Springen in Schlammpfützen. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt folgt mir bitte. Hier kommt der Saft in Getränkekartons. Die Farbe des Safts muss mit der Farbe des Kartons übereinstimmen. Welcher Saft passt hier dazu? Piep. Er ist rot. Ist es Erdbeere? Gut gemacht, Mandy. Drück den roten Knopf, um ihn zu füllen. Und was ist mit diesem hier? Er ist grün. Also Apfel. Ganz genau, Luzi. Und der hier? Er hat ganz viele Farben. Gut gemacht, Peppa. Du hast gerade eine neue Geschmacksrichtung erschaffen. Ich nenne ihn Regenbogensaft. Jeder findet, dass der Regenbogensaft wirklich ganz köstlich aussieht. Das hier ist der Probierraum. Hier stellen wir sicher, dass alle Säfte super mega lecker sind. Oh. Damit es Spaß macht, müsst ihr erraten, welchen Saft ihr da probiert. Peppa und ihre Spielgruppe lieben es, Säfte zu probieren. Miam, das ist Orangensaft. Das ist Apfelsaft. Das schmeckt wie alle Säfte zusammen. Ja, denn es ist dein spezieller Regenbogensaft. Miam, miam, miam. Peppa lernt gern mehr über Säfte. Und sie liebt ihren leckeren Regenbogensaft. Hurra! Aha, da ist einer. Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute ins Einkaufszentrum gefahren. Oh, wir steigen schon mal aus. Ich park schnell und komm gleich nach. Wenn irgendwo was frei wird. Sie gehen in den Spielzeugladen, um ein Geschenk für Baby Alexander zu kaufen. Hier sind so viele Spielsachen. Ja. Was denkt ihr, würde Baby Alexander gefallen? Vielleicht dieser Basketball. Oder diese Spritzpistole. Puff, puff.
Oder diese Karaoke-Maschine. Die sind alle toll, aber für ein Baby eher nicht geeignet. Dann müssen wir wohl weitersuchen. Papa Wutz hat endlich einen Parkplatz gefunden. Oh je. Aber der Parkplatz ist so klein, dass er nicht mehr aussteigen kann. Ich fahre einfach noch mal die Runde. Wuhi! Was ist das, George? Es sieht aus wie das Parkhaus von vorhin. Parkhaus! George liebt das Spielzeugparkhaus. Baby Alexander mag Autos sehr, aber für dieses Spielzeug ist er noch viel zu klein. Wie wäre es denn mit diesem Ball, Schorsch? Nein! Auf, auf, auf! Oder wie wäre es mit diesem knuffigen Teddy? Nein! Schorsch findet keines dieser Spielzeuge passend für Baby Alexander. Wie wäre es mit dieser lauten Rassel? George gefällt nur das Spielzeugparkhaus. Was hältst du davon, George? Nein! Oh, puh. Das perfekte Geschenk für Baby Alexander. Das würden wir nehmen, Frau Mümmel. Wo hat Papa Wutz nur geparkt? Hui! Hallo allerseits! Jeder hat Spaß im Spielzeugladen. Aber Papa und George macht das Parkhaus noch mehr Spaß. Ziemlich cool, oder Peppa? Papa, George braucht neue Schuhe, nicht du. Oh, ja. Heute kauft die Familie neue Schuhe für George. Hallo, Frau Mümmel. Wir brauchen neue Schuhe für George. Georges Schuhe sind schon sehr alt. Da habt ihr Glück. Im Schuhgeschäft sind viele Schuhe. Wir finden für George das perfekte Paar. Hurra! Zuerst müssen wir deine Füße abmessen. Bitte gib deinen Fuß in das Messgerät. Frau Mümmel misst deswegen Schorschs Füße ab, damit sie ihm Schuhe in seiner Größe zeigen kann. Deine Füße sind sehr klein. Ja klar, weil Schorsch ist ein Baby. Nein. Schorsch ist kein Baby. Folgt mir bitte. In diesem Bereich haben wir alle unsere sehr kleinen Schuhe. Welche Schuhe gefallen dir, George? Schuhe. Das hier sind Bowling-Schuhe. George geht liebend gern bowlen. Und er liebt Bowling-Schuhe. Sollen wir diese Schuhe für dich kaufen, George? Schuhe, Schuhe. Das sind Steppschuhe zum Stepptanzen. George liebt es, großen Lärm zu machen. Vielleicht sogar zu laut. Schuhe. Das sind Clownschuhe. George liebt Clownschuhe. Die sind zu groß. Und George ist ja sehr klein. Schuhe. George probiert ganz viele Schuhe an. Stiefel. Sandalen. Und sogar alberne Schuhe. Aber das richtige Paar ist nicht dabei. Schuhe! Dinosaurier! Das sind Pantoffel, George. Das sind keine Schuhe. Schuhe! Die sind genau wie deine alten Schuhe. Schuhe!
Schorsch möchte ein neues Paar Schuhe, das genauso ist wie seine alten Schuhe. Sehr gut. Wir nehmen die hier, Frau Mümmel. Frau Mümmel? Ich bin hier drunter. Schorsch liebt seine neuen Schuhe. Und er liebt auch das Schuhgeschäft. Alle lieben das Schuhgeschäft. Peppa und ihre Familie haben im Supermarkt viele Lebensmittel eingekauft. Und jetzt knurrt ihnen der Magen. Was gibt's zum Essen? Mein Magen macht schon knurrende Geräusche. Heute Abend machen wir zusammen Tacos. Ja! Was ist ein Taco? Und wie macht man den denn? Es ist ein leckeres Gericht aus Mexiko. Und Tacos macht man am allerbesten. Alle zusammen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz waschen Gemüse für ihre Tacos. Wir müssen dafür sorgen, dass das Gemüse sauber ist. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz auch schön sauber. Weil das Gemüse jetzt sauber ist, können wir vorsichtig Zwiebeln schneiden. Hier, bitte, Papa. Was ist los, Papa? Magst du keine Zwiebeln? Oh, keine Sorge, Peppa. Der Zwiebelsaft sorgt manchmal dafür, dass einem die Augen tränen. Ich muss mir nur die Augen mit etwas abdecken. Ich hab's! Peppa weiß, wie man seine Augen perfekt vor den Zwiebeln schützen kann. Die ist perfekt, Peppa. Ah, gibt's wieder Zwiebeln, Papa Wutz? Jetzt machen wir ein wenig Guacamole. Hurra! Ich liebe Guacamole. Dann zerdrück schon mal die Avocado, Peppa. Peppa macht das Zerdrücken der Avocado großen Spaß, weil dabei gekleckert wird. Ups. Vielleicht ist es besser, wenn du es langsamer machst. Perfekt. Jetzt kommen andere Zutaten dazu. So, und auch noch ein Spritzer einer Limette. Spritzer! Na gut, Schorsch, du gibst den Limettenspritzer hinein. Oh, zum Glück habe ich noch meine Schutzbrille auf. Jetzt sind alle Zutaten fertig und es ist Zeit, daraus Tacos zu machen. Und jetzt kommt das Beste. Nehmt eure Tortilla in die Hand. Und gebt eure Lieblingszutaten darauf. Peppa hat am liebsten Tacos mit ganz viel Guacamole. Schorsch hat am liebsten leere Tacos. Mama und Papa Wutz bevorzugen Tacos mit allen Zutaten. Alle finden ihre Tacos richtig lecker. Aber ihnen ist die Füllung auf den Teller geflutscht. Hurra! Jetzt können wir sie wieder in den Taco geben. Peppa spielt heute mit ihrem Bauklötz. Ups! Vorsicht, George! Hier steht eine ganz kleine Stadt und du bist ein riesiger Dinosaurier. Das bringt mich auf eine Idee. Hast du Lust, Riese zu spielen, George? Schorsch freut sich schon darauf, mit Peppa Riese zu spielen. Hallo, Polizeiwachtmeister Panda. Was für ein schöner, ruhiger, normaler Tag im Spielzeugland. Und es gibt keinerlei Anzeichen. Hallo, ich bin Riesen-Peppa. Ein Riese? Zwei Riesen! Peppa und Schorsch stellen sich vor, zwei Riesen in einem Spielzeugland aus Bauklötzen zu sein. Hallo Vögel! Hallo Wolken! Hallo allerseits! Unser Ball klemmt fest und zwar in diesem hohen Baum da. Wir können euch damit helfen. Wir sind riesengroße Riesen. Upsi.
Vorsicht, Schorsch. Hier, bitte, Luzi. Hurra! Riesenpeppa und Riesenschorsch lieben es, ihren Freunden im Spielzeugland zu helfen. Sie helfen Personen dabei, in den Bus einzusteigen. Oh, wee! Wee! Und sie sorgen dafür, dass die Boote ganz schnell fahren können. Juhu! Stopp! Das ist die Brücke, die du kaputt gemacht hast. Keine Sorge, wir reparieren sie. Peppa und Schorsch sind Bauklotzexperten. Die Spielzeugbrücke haben sie im Nu repariert. Danke, Riesenpeppa und Riesenschorsch. Stopp! Ich meine, los! Oh, oh yeah! Hungrig! Ich bin auch hungrig. Das Essen, das es im Spielzeugland gibt, ist zu klein für Riesenpeppa und Riesenschorsch. Essenszeit! Hurra! Daher müssen sie wohl oder übel richtige Nahrung essen. Vorsicht, Schorsch! Miam, miam, leckeres Essen. Miam, miam. Peppa und ihre Familie gehen heute auf dem Kreuzfahrtschiff in ein Restaurant der ganz besonderen Art. Dies ist eine besondere Art von Restaurant, denn hier gibt's ein Buffet. Nehmt euch einen Teller und wählt das aus, was euch schmeckt. Guten Appetit! Oh, super! Das Restaurantbuffet hat viele verschiedene Gerichte im Angebot. Was möchtest du essen, Peppa? Oh. Spaghetti habe ich am liebsten. Recht hast du. Aber nimm dir nicht zu viel. Wir können uns ja jederzeit Nachschub holen. Oh, gute Idee. Und was hättest du gern, Schorsch? Saft! Du hast Durst, oder? Dann machen wir uns am besten etwas Orangensaft. Hm, mal schauen. Aha! Die Orangensaftpresse ist sehr laut. Und es kommt nur ganz wenig Orangensaft heraus. Oh! Saft! Wir machen einfach mehr, keine Sorge. Ausgezeichnet. Ich kann's kaum erwarten. Fertig! Oh! Du hattest wirklich Kohldampf. Darf ich mir jetzt noch mehr holen, bitte? Oh. Na klar, komm mit. Hurra! Opa Wutz versucht immer noch, Schorsch ein Glas Orangensaft zu machen. Du meine Güte! Würden Sie uns bitte mehr Orangen bringen, Frau Mümmel? Ja, sofort! Peppa hat eine spezielle Pfannkuchenmaschine entdeckt. Nur ein Pfannkuchen, bitte, Herr Roboter. Ich kann mir später noch mehr holen. Fantastisch! Oh? Aha! Oma Wutz freut sich schon riesig auf ihre Spaghetti. Fertig! Danke, Pfannkuchenroboter! Aber jetzt hat Peppa auch Durst bekommen. Kriege ich auch ein Glas Saft, Oma Wutz? Na klar, Opa Wutz kümmert sich darum. Aber wieso braucht er denn so lange? Opa Wutz hat endlich ein Glas Orangensaft zusammenbekommen. Opa Wutz hat mittlerweile sogar viele Gläser mit Orangensaft gefüllt. Die Presse hat endlich aufgehört, Orangensaft zu machen. Puh! Du bist lustig, Opa. Du musst ja gar nicht so viel Saft machen. Du kannst dir ja später einfach noch mehr holen. Peppa liebt das Restaurantbuffet. Und Schorsch liebt seinen Orangensaft. Hallo, alle miteinander. Peppa und ihre Familie besuchen heute ein Konzert von Madame Gazelles Band, die rockenden Gazellen. Ach, wie ist es jetzt? Hurra! Danke!
Danke. Du meine Güte. Gerald Giraffe sitzt auch auf den Schultern seines Papas und versperrt so allen die Sicht. Oh, hallo Peppa. Hallo Sauce. Gerald und sein Papa sind zur Seite gegangen. Jetzt haben wieder alle freie Sicht. Und eins und zwei und eins, zwei, drei, vier. Das Konzert macht allen riesen Spaß. Peppa und Papa Wutz tanzen zur schönen Musik. Macht es dir Spaß, Peppa? Ja. Macht es dir auch Spaß, Schorsch? Schorsch? Peppa und Papa Wutz sind unabsichtlich mitten in die tanzende Menge geraten. Wir werden euch bald finden, Mama Wutz. Was? Ich sagte, wir werden euch ganz bald finden. Aber hier sind keine Blinden. Viel Spaß, Schorsch. Oui, alle tanzen zur Musik. Es ist, als wären wir in einem großen tanzenden Schwimmbad. Hier gibt es sogar einige aufblasbare Strandbälle. Getroffen! Gut gemacht, Peppa. Dankeschön, danke. Ups. Entschuldigung, Herr Bulle. Entschuldigung, Madame Gazelle. Keine Sorge, das passiert mir andauernd. Alles okay. Ich liebe Popmusik. Im Grunde erinnert mich das an mein nächstes Lied. Eins, zwei, drei, vier. Peach, Patch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Peach, Patch, lass sie platzen, Seifenblasen, juhu. Peach, Patch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Ihr habt uns entdeckt. Mama und Schorsch Wutz haben sich auch bis in die erste Reihe nach vorn getanzt. Madame Gazelle hat Peppa und ihre Familie eingeladen, zu ihr auf die Bühne zu kommen. Pitch, Patsch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Pitch, Patsch, Seifenblasen, lass die Seifenblasen platzen. Juhu! Hurra! Alle finden Madame Gazelles Konzert super. Und alle lieben ganz besonders das Seifenblasenlied. Peppa und Schorsch helfen heute Papa Wutz dabei, Ordnung in ein paar alte Kartons zu bringen. Was ist das, Papa? Ah, das ist meine gute alte Kamera, Peppa. Man drückt den Knopf hier, um ein Foto zu machen. Tschüss. Dann druckt die Kamera das Foto aus. Guck mal, ich kann es sehen. Darf ich es auch mal probieren? Sag tschüss. Tschüss. Jetzt macht Peppa Fotos mit der Kamera. Diese Kamera macht riesen Spaß. Kamera. Viel Spaß. Aber es ist nicht mehr viel Fotopapier übrig. Also seid sparsam damit. Schorsch hat Spaß und macht haufenweise Fotos. Oh je. Jetzt ist kein Fotopapier mehr übrig. Aber ich fotografiere doch so gern. Wieso benutzen wir nicht einfach meine Handykamera? Damit kann man sogar Filter hinzufügen. Papa Wutz' Handykamera hat Schorsch einen falschen Schnurrbart verpasst. Komm mit, Schorsch. Gehen wir noch mehr Fotos machen. Peppa und Schorsch macht das Fotografieren Riesenspaß. Die Handykamera hat über Mama Wutz einen Blumenfilter gelegt. Sag tschüss! Oh. Und Opa Wutz bekommt einen schicken Hut. Peppa, Schorsch und Papa Wutz sind in den Park gegangen, um dort noch mehr Fotos zu machen. Oh. Hallo Herr und Frau Vogel! Oh! Sagen Sie Tschüss, Herr Bulle! Tschüss! Was für ein lustiges Foto!
Papa Wutz möchte Peppa und Schorsch bei den Enten fotografieren. Sagt Tschüss, ihr beiden. Eins, zwei, drei. Tschüss. Peppa und Schorsch kleben alle Fotos, die heute gemacht wurden, in ein Sammelalbum. Guck dir das hier an, Schorsch. Vogel. Aber einige der Fotos sind unscharf. Oh. Die Fotos müssen nicht perfekt sein. Sie sollen euch vor allem an den schönen Tag heute erinnern. Alle lieben es, Fotos zu machen. Und alle haben den schönen Tag heute sehr genossen. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht Riesenspaß. Wow. Oh. Gut gemacht, Edmund. Yay! In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra! Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Wie! Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, Schorsch. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team? Gute Idee. Hui! Geschafft! Danke, Emily! Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Hallo, hi. Peppa und ihre Familie gehen ins Luftballongeschäft, um einen Spezialluftballon für eine Gartenparty abzuholen. Frau Mümmel, wir holen unseren umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballon. Das Luftballongeschäft ist voller Luftballons. Frau Mümmel? Bums! Oh. Bums! Bums! Oh. Oh, ihr habt mich gefunden! Seit Dienstag früh versuche ich schon, hier rauszufinden. Oh. Jetzt ist bestimmt schon Mittagszeit. Es ist Mittwoch, Frau Mümmel. Oh, jedenfalls sind alle eure hübschen, umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballons bereit für eure Party. Alle? Aber wir haben nur einen bestellt. Also hier steht 1000 Ballons für Mama Wutzes Party. Aber so viele brauchen wir nicht und wir müssen sie nutzen. Was können wir damit tun? Ich hab's. Oh. Lasst sie uns aufteilen. Peppa und ihre Familie verschenken die extra Luftballons an die anderen Leute in der Stadt. Ups. Oh, merci. Und ihr zwei kriegt auch einen.
bitte sehr. Der ist rot. Den grün kriegst du. Puh. Jetzt sind nur noch 992 übrig. Damit werden wir doch niemals wirklich fertig werden. Oh, und wir müssen noch die Party vorbereiten. Ich habe eine tolle Idee. Nehmt euch alle ein paar Luftballons und folgt mir. Die Party beginnt gleich und schon treffen die ersten Gäste ein. Hallo, Luzi. Das ist dein Luftballon. Oh, danke schön. Frau Mümmel hat mit den vielen Luftballons aus der Gartenparty eine Luftballonparty gemacht. Frau Mümmel kann aus einem Luftballon so gut wie alles machen. Und auch jeden. Hier für euch. Der sieht aus wie ich. Und der hier sieht aus wie ich. Das ist das Luftballonrennen. Achtung, Papa. Es macht nichts, wenn dir ein Luftballon zerplatzt. Es sind ja noch ganz viele übrig. Bums. Mama Wutzes Gartenparty hätte allen bestimmt Spaß gemacht. Aber die Luftballonparty gefällt allen Gästen noch viel mehr. Papa und Schorsch dürfen heute in einem besonderen Hüpflabyrinth spielen. Oh, wir haben es ein bisschen eilig. Also seid bitte so schnell, wie es geht. Tschüss, Mama. Und verirrt euch nicht. Im ersten Raum befindet sich eine große Hüpfburg. Oh, hallo. Wir können hier nicht bleiben. Wir haben es nämlich eilig. Komm schon, Schorsch. Peppa hat den blauen Ausgang genommen. Aber Schorsch nimmt aus Versehen den roten Ausgang. Dieser Raum ist ein Hüpftunnel. Und Luzi Locke ist drin. Wow. Hallo, Luzi. Schorsch und ich müssen hier schnell durch, weil wir es eilig haben. Tschüss. Schorsch? In diesem Raum hüpft man besonders hoch. Hallo, Luisa. Ist das der Weg nach draußen? Wir haben es eilig. Ja, du musst da durch. Wir haben rausgefunden. Gut gemacht, Peppa. Aber wo ist Schorsch? Ich dachte, er wäre hinter mir. Hat er sich im Labyrinth verirrt? Verirrt? Wir müssen ihn finden. Schorsch hat sich nicht verirrt. Er hat nur einen Riesenspaß. Wisst ihr, wo Schorsch ist? Er ist da lang. Aber Mama Wutz kann nicht so gut hüpfen wie Peppa. Wir kommen, Schorsch. Kein Problem, Mama. Hinfallen macht genauso viel Spaß wie das Hüpfen. Da ist er. Wir kommen, Schorsch. Hurra! Wir haben dich gefunden. Zeit für uns, nach Hause zu gehen. Nein. Schorsch will nicht nach Hause gehen. Ihm macht das Spielen im Hüpflabyrinth zu viel Spaß. Nun, dann müssen wir dich wohl fangen und mitnehmen. Peppa und Schorsch spielen wahnsinnig gern im Hüpflabyrinth. Hab dich! Ich werde dich nie wieder verlieren. Achtung, ich komme! Jetzt müssen wir wirklich los. Und Mama Wutz auch. Hi. Peppa geht heute in Luisa Löffels Bau. Tschüss, Mama. Peppa ist heute bereits in Luisa Löffels Bau. Peppa ist hier, um ein neues Videospiel zu spielen. Es heißt Karotten
Spinnenfinder. Möchtest du es spielen? Ja, bitte. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Oh je. Peppa weiß nicht, wie man das Spiel startet. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Aber es würde vielleicht mehr Spaß machen, wenn du das Spiel startest, Luisa. Oh ja, ich wusste das. Als erstes suchst du ein Häschen aus. Dann hoppelst du herum und findest die Karotten. Oh ja. Peppa ist einsame Klasse im Spielen von Videospielen. Aber bei dem hier braucht sie vielleicht etwas Hilfe. Zeigst du mir, wie man Karotten findet, Luisa? Genau so. Ja! Ich bin gut darin. Oh. Ich bin dran. Wow! Luisa Löffel ist wirklich einsame Klasse in diesem Spiel. Wow! Du kannst wirklich super gut Karotten finden, Luisa. Ich hab ja auch ganz viel Übung darin. Wollen wir jetzt zusammen spielen? Man kann als Team spielen. Ja! Juhu! Hab sie! Ja. Hier ist eine! Da ist eine! Whee. Karotten! Neue Rekordpunktzahl! Hurra! Peppa und Luisa sind zusammen ein sehr gutes Team. Rosi, Robby, was macht ihr denn da? Oh. Hallo, ihr beiden! Habt ihr die Zwillinge gesehen? Sie sind mit unserem Essen davon! Wir werden sie finden! Wir können nämlich gut Karotten finden. Und Babyhäschen! Einen hab ich! Rosi! Hab dich! Hier ist Nummer 2! Robby! Hab ihn! Ist noch gut. Peppa und Luisa sind sehr gute Karottenfinder. Ja! Hurra! Das Essen ist gerettet. Im Grunde sind Peppa und Luisa sogar wirklich einsame Klasse im Karottenfinden. Heute Abend wollen Mama und Papa Wutz auswärts ein Valentinstagsessen genießen. Mama Wutz hat ein Taxi bestellt. Es ist schon fast da. Bitte einsteigen, Madame! Mama Wutz hat versehentlich ein Spezialtaxi bestellt, das man Limousine nennt. Eine Limousine? Wie romantisch! Oh, kitzlig! Wohin geht's, meine Damen und Herren? Zum Haus von Oma und Opa Wutz, bitte, wenn Sie so freundlich wären. Peppa und George werden dort Abendessen. Abendessen! Okay, beruhigt euch mal, ihr zwei. Ah, diese Musik erinnert mich an Venedig. Die Reise nach Venedig war wundervoll. Jetzt ist es eine Disco-Limo! Ja. Oh. Oh. Das hier gab es in Venedig nicht. Oh. Lust auf Schokolade, Mama Wutz? Oh, darf ich davon? Kriegen wir auch ein paar, Papa? Schokolade! Oh. Okay, aber nicht zu viele. Peppa und George lieben Schokolade. Vielleicht sogar etwas zu sehr. Dann werde ich die hier nehmen. Können wir wieder die Disco-Musik hören? Nur bis wir bei Oma und Opa Wutz ankommen. Bitte. Wee!
Oh. Das erinnert mich an damals in Paris, Opa Wutz. Jeder liebt es, Valentinstag zu feiern. Aber Mama und Papa Wutz genießen die Fahrt in der Disco-Limo am allermeisten. Peppa und ihre Spielgruppe nehmen heute an einem Benefizlauf teil, um Geld für eine neue Schulglocke zu sammeln. Seid ihr jetzt alle bereit zu laufen? Jawohl! Alle auf eure Plätze, fertig, los! Yeah. Oh je, es hat angefangen zu regnen. Und keiner hat Lust, im Regen zu laufen. Verschieben wir den Lauf auf einen Tag, an dem es nicht so bewölkt ist und regnet? Außer Peppa. Aber bei Regen macht der Benefizlauf doch noch viel mehr Spaß. Denn dann sind hier überall Schlammpfützen. Also gut, dann heißt es auf die Plätze schon wieder, fertig schon wieder und... Los, schon wieder! Wegen des Regens hat sich auf der Laufstrecke eine kleine Pfütze gebildet. Aber Luisa Löffel kann sehr weit springen. Geschafft! Ups! Tut mir leid, Luisa. Ist schon gut, Peppa. Hopp! Kommt schon, ihr zwei. Das Rennen ist noch lang. Weil starker Wind weht, tun sich Luzi und Frau Locke schwer, den Hügel zu erklimmen. Der Wind ist zu stark und der Boden ist außerdem viel zu rutschig. Ich hab's. Emily Elefant ist sehr gut darin, Dinge mit ihrem Rüssel zu ziehen. Der Weg hinunter sieht wirklich schlammig aus. Ja, aber es macht Spaß, hinunter zu rutschen. Und Peppa ist sehr gut darin, im Schlamm zu rutschen. Peppa und Papa Wutz sind bei den großen Bäumen angekommen. Jeder muss unter den tief hängenden Ästen durchkriechen, um das Rennen zu beenden. Das macht sicher Spaß. Jeder hat es über die Ziellinie geschafft. Wir haben genug Geld gesammelt, um die Schulglocke zu reparieren. Monsieur Bull wird sie morgen reparieren. Hurra! Hattest du Spaß, Papa? Papa? Jeder liebt es, im Regen zu laufen. Komm schon, Peppa, laufen wir nochmal. Aber Papa Wutz liebt es ganz besonders, im Regen zu laufen. Schorsch! Schorsch gibt eine Pyjama-Party für Edmund Elefant und Linus Löffel, die bei ihm übernachten. Aufgepasst, ihr drei. Schlafenszeit. Keine Sorge, Mama. Ich sorg dafür, dass sie alle schlafen gehen. Danke, Peppa. Also los, ab in eure Schlafsäcke. Im Laufschritt. Peppa gefällt es, das Sagen zu haben. Gut gemacht, Peppa. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Das war nur ein Spaß. Ihr könnt jetzt noch nicht schlafen gehen. Ihr müsst davor noch viele lustige Dinge machen. Schorsch hat noch nie eine Pyjama-Party gegeben. Er ist begeistert. Als erstes gibt es einen Mitternachtssnack. Ah! Oh, ihr habt euch in Gespenster verwandelt. Wisst ihr, ich kenne eine Gruselgeschichte mit Gespenstern. Schorsch, Linus und Edmund lieben Geschichten. Das ist eine Gespenstergeschichte über eine kleine Schlammpfütze, die überhaupt nicht schlammig war. Paranormale Erscheinungen oder Gespenster, wie sie oft genannt werden, existieren nicht. Sie sind aus wissenschaftlicher Sicht unmöglich. Edmund ist ein Besserwisser. Er glaubt nicht an Gespenster. Darf ich etwas erzählen?
großes Schwein. Und ein ganz kleiner Hase. Squeak, squeak, squeak. Und die sind sich ihr Leben lang hinterhergelaufen. Zu Ende. Das war eine gute Geschichte. Oh, mir fällt noch eine ein. In dieser geht es um... Schorsch, Edmund und Linus haben sich wieder in Gespenster verwandelt. Ach, Schorsch. Oh, wisst ihr, was jetzt kommt? Juhu! Wir müssen noch ganz lang aufbleiben. Bis, circa 100 Uhr. Bereit? Oh. Ich denke nicht, dass Schorsch versteht, was eine Pyjama-Party ist. Wie läuft es denn so, Peppa? Sie schlafen tief und fest. Gut gemacht. Dafür verdienst du dir einen Mitternachtssnack. Hurra! Schorsch und seine Freunde mögen Pyjama-Party-Spiele, aber sie lieben es einfach zu schlafen. Ups, tut mir sehr leid. Peppa und Mama Wutz gehen heute in Frau Mümmels Yogakurs. Namaste allerseits. Oh. Statt Hallo sagt man in einer Yogastunde Namaste. Zieht bitte die Schuhe aus und geht zu den Matten. Weiß jemand schon, was Yoga ist? Ist Yoga, wenn man auf einem Bein steht? Oder wenn man sich auf lustige Art beugt? Fast richtig. Yoga ist ein Training, das Spaß macht und dadurch seid ihr Zen. Oh. Zen heißt entspannt. Oh, wir wären gerne Zen. Bitte. Fangen wir mit einer Atemübung an. Schließt eure Augen und atmet langsam durch die Nase ein. Eins, zwei, drei. Und atmet durch den Mund aus. Eins, zwei, drei. Alle finden die Atemübung sehr entspannend. Aber die Rüssel von Emily und ihrer Mutter machen beim Ausatmen Pfeifgeräusche. Jetzt machen wir eine Dehnübung. Streckt die Arme hoch, so weit es geht. Jetzt bückt euch und berührt eure Zehen. Peppa, Klausi und Emily fällt das Dehnen sehr leicht. Aber die Erwachsenen tun sich damit schwerer. Sie sind ja ein Yoga-Experte, Herr Bulle. Ich übe es auch ganz oft. Und entspannt euch. Legt euch jetzt alle auf den Bauch und hebt euren Oberkörper an. Diese Yoga-Position wird Cobra genannt. Ist es so richtig? Das ist perfekt. Aber das Geräusch kannst du weglassen. Jetzt legt ihr eure Hände und Füße auf den Boden und streckt eure Hüfte nach oben, so weit es geht. Genau so. Das nennt man den herabschauenden Hund. Das ist perfekt, Klausi. Du bist ein Naturtalent. Zum Abschluss stellt ihr euch alle gerade hin, legt eure Hände zusammen und berührt mit einem Bein das andere. Diese Pose heißt der Baum. Peppa liebt alle Positionen. Aber es ist schwer, das Gleichgewicht zu halten. Tut mir leid, Frau Mümmel. Mein Baum war etwas wackelig. Du musst dich nicht entschuldigen, Peppa. Beim Yoga geht es ja um Entspannung und Zen. Und nichts entspannt mehr als ein bisschen zu lachen. Peppa findet die Yogastunde toll. Aber noch mehr gefällt es ihr zu lachen. Peppa und ihre Spielgruppe machen heute eine Klassenfahrt. Hallo allerseits! Seid ihr bereit für die Klassenfahrt in meinem schönen neuen gelben Bus? Oh! Oh, was ist mit dem alten blauen Bus passiert, Frau Mümmel? Er hatte am Wochenende eine Panne, als ich eine gemütliche Spazierfahrt unternahm.
Oh je, für Frau Memmel und ihren Bus ist das Rennen vorbei. Er ist beim Mechaniker für ein paar kleinere Reparaturen. An diesem Bus muss so ziemlich alles repariert werden. Peppa und ihre Freunde sind noch nie in einem großen gelben Bus gefahren. Alle anschnallen! Fertig! Dann geht es los! Oh. Ups, ich probier's gleich nochmal. Frau Mümmel ist es nicht gewohnt, diesen Bus zu steuern. Yeah! Wow! Der gelbe Bus fährt Madame Gazelle etwas zu schnell. Frau Mümmel, kann der gelbe Bus Musik abspielen? Der gelbe Bus kann ganz viele Dinge. Es kann das hier. Und das. Ja. Und das. Ja. Und natürlich das. Ja. Der gelbe Bus kann Musik sogar sehr laut abspielen. Können wir die Musik etwas leiser drehen? Natürlich, Madame Gazelle. Oh. Warum singen wir nicht einfach ein Lied? Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Rundherum, rundherum. Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Den ganzen Tag. Spielen wir, ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das beginnt mit dem Buchstaben S. Straße. Nein. Sonne? Nein. Einen super großen Lastwagen. Oh. Hallo, Herr Dumme. Hallo. Peppas Spielgruppe hat den Zielort für den Ausflug erreicht. Deswegen steigen jetzt alle aus. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im gelben Bus bleiben. Keine Sorge, ich bringe euch später mit dem Bus wieder nach Hause. Es macht allen Spaß, mit dem gelben Bus zu fahren. Allen außer Madame Gazelle. Wow! Peppa und ihre Familie sind heute in eine Spielhalle gegangen. Gut gemacht! Das ist eine hohe Punktzahl. Das liegt daran, dass Peppa und ich bei jedem dieser Spiele hier Experten sind. Das sind viele Spielmarken, Peppa. Wenn du ganz viele Spielmarken sammelst, kriegst du dafür einen tollen Preis. Wow, einen Preis? Piep, das sind so viele Spielmarken. Spielen wir jetzt das Spiel da? Klar doch, Peppa. Mama Wutz zeigt Peppa, wie man Hau die Karotte spielt. Sie haut immer schnell auf die Karotten, wenn diese auftauchen. Wollt ihr es jetzt mal versuchen? Ja, bitte. Hau. 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 Noch mehr Spielmarken. Kriegen wir damit jetzt einen mega tollen Preis, Papa? Papa? Papa Wutz spielt das Tanzspiel. Papa Wutz liebt das Tanzen. Ich bin sowas wie ein Experte, was das Tanzen angeht. Du bist dran, Peppa. Ja! Puh, das war lustig. Aber gibt es auch ein Spiel, das wir zusammen spielen können? Ich weiß ein gutes Spiel. Peppa und ihre Familie spielen ein Luftballonspiel. Wer seinen Luftballon als erster zum Platzen bringt, gewinnt. Ja! Haben wir eine hohe Punktzahl erreicht? Ja! Eure Punktzahl ist so hoch, dass ihr den Jackpot geknackt habt.
Jetzt bekommt ihr für eure Spielmarken einen Wahnsinnspreis. Hurra! Gehen wir! Da bist du ja, Peppa. Das sind unsere Spielmarken. Kriegen wir jetzt bitte den Preis? Oh. Ja, klar! Mit so vielen Spielmarken kriegst du einen wunderbaren, außergewöhnlichen, einmaligen Bleistift. Hurra! Ein Bleistift! Peppa macht es Spaß, mit ihrer Familie in der Spielhalle ganz viele Spielmarken zu gewinnen. Und sie liebt ihren brandneuen Bleistift. Mama Wutz wird heute einen entspannenden Tag im Spa verbringen. Oh. Tut mir leid, Mama Wutz. Ich muss heute früh erschließen. Ich habe einen Schnupfen. Oh. Ich hatte mich so auf meinen Spa-Tag gefreut. Machen wir doch einen Spa-Tag zu Hause. Oh, eine super Idee, Peppa. Peppa hat oft gute Ideen. Hallo, meine Dame. Herzlich willkommen im Spa. Oh. Peppa hat das Wohnzimmer in ein edles Spa verwandelt. Als erstes machen wir, was macht man denn so in einem Spa, Mama? Normalerweise beginnen wir mit einem Glas Zitronenwasser. Das kriege ich hin. Ich bringe dir ein zitroniges Wasser vor, Mama. Bitte sehr. Oh. Danke, Peppa. So ein zitroniges Wasser habe ich noch nie gesehen. Und was kommt jetzt? Danach nehme ich immer ein Fußbad. Hurra! Was ist ein Fußbad? Es ist ein ganz kleines Bad, nur für deine Füße. Okay, Zeit für dein ganz kleines Bad. Nur für deine Füße, Frau Mama. Komm mit, Papa. Peppa und Papa Wutz bereiten ein Fußbad vor. Damit sollte es gehen. Ah, das ist so entspannend. Peppa hat aus dem Fußbad ein normales Wannenbad gemacht. Hier sind die bestellten Boote, Frau Peppa. Ohne Spielzeug und Schaum ist es kein richtiges Bad. Wundervoll. Das werde ich auch Frau Mümmel empfehlen. Was kommt als nächstes, Mama? Jetzt ist es Zeit für eine Massage. Hier, leg dich auf das Sofa und ich zeige dir, wie es geht. Peppa muss lachen, weil sie sehr kitzelig ist. Du bist dran, Mama. Oh, das ist ganz anders als meine übliche Massage. Das ist eine Peppa-Spezialmassage. Tschu-tschu. So, als letztes mache ich im Spa immer eine Schlammmaske. Das ist eine Maske aus Schlamm. Ja, ein spezieller Spa-Schlamm, der gut für die Haut ist. Ich glaube nicht, dass wir speziellen Spa-Schlamm im Haus haben. Ich habe eine Idee. Peppa hat sehr oft gute Ideen. Wir brauchen keinen Spa-Schlamm, denn wir haben große Schlammpfützen. Das ist meine Schlammpfützen-Gesichtsmaske. Peppa liebt Spa-Tage. Vor allem, wenn sie dabei auch in Schlammpfützen springen darf. Ein super Strike für einen super Bowler. Heute gibt Luzi Locke eine Bowling-Party. Ich will auch einen super Strike schaffen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schon oft bowlen gewesen. Dann zeig bitte allen, wie es geht, Peppa. Okay. Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel. Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Cheese. Cheese. Perfekt. Das ist eure Bowlingbahn. Jetzt nehmt ihr euch eine Bowlingkugel. Dann werft ihr sie gerade nach vorne. Genau so. Yay! Oh ja. Ich versuche es mal. Ich nehme die hier. Die rosa Kugel ist sehr schwer.
nehmen lieber diese Kugel. Sie ist leichter. Oh. Oh, meine Güte! Vermisst jemand seine Kugel? Oh, nein. Ich versuch's als nächstes. Wow! Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowlingbahn gerollt. Ups. Ich bin dran. Oh. Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt. Keine Sorge. Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen. Probiert es nochmal. Ich hole für euch die Trennwand hoch. Damit macht das Spielen auch Spaß. Hurra! Versuch du es jetzt, Pedro. Okay, aber ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt. Kein Problem. Mit Hilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen. Oh, das macht Spaß. Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß. Aber Luzi Locke will immer noch einen Superstrike schaffen. Also gut, Kinder. Jeder darf noch einmal. Viel Glück! Seht genau hin! Luzi Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts. Oh. Ein Super Strike für einen Super Bowler! Luzi Locke hat einen Super Strike geschafft. Luzi Locke spielt gern Bowling. Jeder spielt gern Bowling. Peppa und ihre Familie besuchen den Botanischen Garten. Oh. Die da ist hoch. Oh. Die riechen herrlich. Oh. Oh, und dieses Blatt da ist auf Papas Kopf. Versucht euch am neuen kniffligen Heckenlabyrinth. Eintritt auf eigene Gefahr. Was ist das, Frau Mümmel? Das ist ein sehr kniffliges Heckenlabyrinth. Es ist ein langer Parcours mit vielen Ecken und Abzweigungen. Das Ziel ist der große Brunnen in der Mitte. Peppa und Schorsch sind begeistert vom neuen kniffligen Labyrinth. Ich bin Experte, was Labyrinthe angeht. Ich verlaufe mich so gut wie nie. Viel Glück! Auf geht's! Hurra! Peppa und ihre Familie winden sich durch das Labyrinth. Es ist voller Kurven. Das Labyrinth macht allen großen Spaß. Oh, hier geht es nicht weiter. Oh je, gehen wir zurück und versuchen es anders, Papa Wutz. Oh. Papa Wutz? Ich bin hier drüben, Mama Wutz. Schorsch und ich sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Wollen wir uns beim Brunnen in der Mitte treffen? Gute Idee. Wer schneller ist... Guck, Mama, noch mehr hohe Blumen und tiefe Blumen. Peppa und Mama Wutz haben viel Spaß im Labyrinth. Aber Papa und Schorsch haben sich verlaufen. Keine Sorge, Schorsch. Wir schaffen es. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Oh, hallo, Schorsch. Der Brunnen ist da drüben, bei den großen Blumen mit den Blättern. Hurra! Na dann los! Jetzt haben alle die Mitte des Labyrinths erreicht. Hurra! Gut gemacht! Den ersten Teil des Labyrinths habt ihr sehr schnell bewältigt. Was ist der zweite Teil? Jetzt müsst ihr wieder nach draußen finden. Peppa und ihrer Familie hat das knifflige Heckenlabyrinth viel Spaß gemacht. Und den Ausgang zu finden, wird ihnen genauso viel Spaß machen.
Peppa und ihre Familie nehmen heute einen Nachtzug, um einen Ort am Meer zu erreichen, der ganz weit weg ist. Jetzt ist Schlafenszeit. Mit dem Strandball spielen wir besser morgen, wenn wir am Meer sind. Aber ich will noch nicht schlafen gehen. Nun, wir gehen auch noch gar nicht schlafen. Zuerst feiern wir eine Pyjama-Party. Ja! Peppa und Schorsch lieben Pyjama-Partys. Gibt es einen Mitternachtsschmaus? Ein Mitternachtsschmaus gehört zu einer Pyjama-Party dazu, Papa. Das weiß jeder. Du hast ganz recht. Alle mir nach. Hurra! Alle sind in den Speisewagen gegangen, um dort den Mitternachtsschmaus zu bestellen. Hallo! Oh! Hallo! Was darf es sein? Wir hätten gern einen Mitternachtsschmaus, bitte. Einmal? Mitternachtsschmaus kommt sofort! Hier, bitte sehr! Obst und warme Milch! Damit ist ein guter Schlaf garantiert! Danke! Alle genießen den Mitternachtsschmaus. Dann putzen sich alle die Zähne und machen es sich im Bett gemütlich. Erzähl uns bitte eine gute Nachtgeschichte. Okay, Peppa, aber nur eine. Und dann schlafen. Hurra! Das ist die Geschichte von dem magischen Nachtzug. Es war einmal ein magischer Nachtzug. Er benötigte gar keine Bahngleise, weil er fliegen konnte. Wie meinst du das? Ich schätze mal, dass wir eingeschlafen sind, Schorsch. Peppa hatte einen schönen Traum. Es ging um einen magischen Nachtzug. Schaut her, wir sind endlich am Meer angelangt. Peppa und ihre Familie sind an dem weit entfernten Strand angelangt. Und die Pyjama-Party im Zug hat allen großen Spaß gemacht. Peppa? Weißt du jetzt, was du dem Wohltätigkeitsladen geben willst? Ja, all diese Sachen. Wow! Peppa gibt heute ein paar ihrer Spielsachen und Klamotten an einen Wohltätigkeitsladen ab. Das nennt man etwas spenden. Ab geht die Post! Wohltätigkeitsläden verkaufen gespendete Sachen. Und mit dem Geld wird Menschen geholfen. Toll! Hilfst du mir, sie zu verkaufen? Ja, bitte. Ich helfe, indem ich einkaufe. Oh. Peppa kann es kaum erwarten, dass jemand ihre alten Sachen kauft. Oh. Aber es kauft sie keiner. Niemand will die ganzen Sachen kaufen, die ich vorhin gespendet habe, Frau Mümmel. Keine Sorge. Wir müssen den Menschen nur zeigen, dass sie zum Verkauf stehen. Zum Beispiel so. Mögen Sie Spielzeughasen, Officer Panda? Ja. Möchten Sie diesen hier kaufen? Na klar. Danke. Versuch du es mal, Peppa. Mir ist ein bisschen kalt, Mama. Möchtest du vielleicht diesen Pullover kaufen, Luzi? Er ist sehr warm und sehr wollig und sehr bequem. Ja, bitte. Ich liebe Wolle. Bonjour, Frau Mümmel. Ich brauche ein Geschenk für jemanden, der sportbegeistert ist. Ich hab's.
Huch. Fangen Sie! Oh, der ist perfekt. Dankeschön. Als nächstes will Peppa ihren Spielzeugbus verkaufen. Aber es ist niemand mehr da, um ihn zu kaufen. Es sind keine Leute mehr im Laden, Frau Mümmel. Außer Mama. Stellen wir ihn ins Schaufenster, damit man ihn von draußen gut sehen kann. Ja! Hallihallo, hier ist ein Spielzeugbus. Möchtet ihr ihn kaufen? Die Menschen auf der Straße können Peppa nicht hören. Dieser große, echte Bus sieht genauso aus wie Peppas kleiner Spielzeugbus. Wir haben denselben Bus. Vielleicht kauft ihn morgen jemand, Peppa. Ja. Entschuldigung, ist dieser Spielzeugbus verkäuflich? Oh ja, das ist er. Möchten Sie ihn vielleicht auch kaufen? Ich möchte ihn unbedingt kaufen. Ich liebe alle Busse, kleine wie große. Hurra! Peppa findet den Laden super. Alle finden den Wohltätigkeitsladen super. Peppa und ihre Familie gehen heute in einen schicken Kleiderladen, um dort ein Halloween-Kostüm zu kaufen. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät, um ein Kostüm zu finden. Der Nächste, bitte! Kriege ich bitte ein gruseliges Vampirkostüm, Frau Mümmel? Tut mir leid! Ich habe unser letztes Vampirkostüm gerade verkauft. Keine Sorge, Peppa. Wir werden ein anderes Kostüm finden, das genauso toll ist. Nicht wahr, Frau Mümmel? Natürlich. Sehen wir uns um. Peppa probiert verschiedene Kostüme an. Tada! Ein Zitronenkostüm? Zitronen sind nicht so gruselig wie Vampire. Ein reizendes Blumenkostüm? Wie reizend! Es ist reizend, aber es ist nicht gruselig. Und sogar ein Bleistiftkostüm. Oh. Wow, wie ausgefallen. Gibt es hier auch noch irgendwelche gruseligen Kostüme? Ich befürchte, wir haben alle verkauft. Aber wir haben noch ein paar gruselige Kostümteile übrig. Mach daraus doch ein ganz neues Monster, Peppa. Ja, legen wir los. Ja. Peppa und George suchen nach geeigneten Sachen für ein gruseliges Kostüm. Wie wär's denn mit diesen Monsterzähnen? Jetzt sind meine Schöne gruselig. Schau, Peppa, Fledermausflügel. Oh, wirklich gruselig. Oh, Dinosaurierschwänze sind sehr gruselig, Schorsch. Gruseliger Hut, gruselige Schminke, gruseliges Spinnennetz. Probier das doch mal an. Peppa probiert ihr brandneues Monsterkostüm an. Meine Güte! Das gruseligste Kostüm, das ich je gesehen habe. Es ist perfekt. Peppa fühlt sich sehr gruselig in ihrem Halloween-Kostüm. Peppa liebt es, gruselige Monsterkostüme zu basteln. Aber Mama und Papa finden den Preis dafür auch ziemlich gruselig. Peppa und Luzi spielen Polizistinnen. Polizei, wir helfen dir. Danke, Polizistinnen. Gern geschehen. Wir müssen wieder zurück, um neue Verbrechen zu lösen. Oh je. Was ist los, Madame Gazelle? Ich kann meinen Spezialkühli nirgendwo finden. Das klingt nach einem Rätsel. Keine Sorge,
Denn ich und Polizistin Luzi werden den Fall lösen. Peppa und Luzi suchen nach Hinweisen, um den Spezialkuli zu finden. Sie benutzen eine Lupe. Damit können sie kleine Dinge größer sehen. Aha! Lila! Das hat die gleiche Farbe wie Klausi Kleffs T-Shirt. Hast du den Spezialkuli gesehen, Klausi? Ich glaube nicht, nein. Nun, wir nehmen dich besser mal mit auf unser Polizeirevier, um dir da ein paar Fragen zu stellen. Peppa und Luzi haben einen Teil des Raums zu einem Polizeirevier umgestaltet, wo sie alle zum Spezialkuli befragen können. Es besteht aus Büchern und Kissen. Dieses Polizeirevier hat nicht einmal Türen. Es ist aber ein schöner Ort zum Lesen. Peppa und Luzi Locke stellen allen Fragen zum Spezialkuli. Sie haben auch Molly Mietze aufs Polizeirevier gebracht. Molly Mietze, erinnerst du dich, welche Farbe der Spezialkuli hat? Rot? Nein, grün. Oder doch rosa? Nein, blau. Aha, das hat uns jetzt sehr geholfen. Sehen wir uns jetzt genau um. Der blaue Spezialkuli muss hier irgendwo versteckt sein. Peppa und Luzi Locke suchen überall nach dem Spezialkuli. Oh. Aber sie können ihn nirgends finden. Ich kann ihn leider nirgendwo finden. Ich habe eine Idee. Jetzt muss Madame Gazelle auf dem Polizeirevier Fragen beantworten. Wann haben Sie Ihren Spezialkuli das letzte Mal gesehen? Nun, mal sehen. Ich hab ihn heute früh benutzt und dann hinter mein Ohr gesteckt. Oh? Aha. Yeah. Madame Gazelles Spezialkuli steckte die ganze Zeit hinter ihrem Ohr. Wir haben ihn. Das Rätsel ist gelöst. Hurra! Danke für eure Hilfe, Peppa und Luzi. Ich denke, ihr zwei werdet sehr gute Polizistinnen. Heute früh macht sich Peppa ein leckeres Frühstück. Oh. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen. Ich hab dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aber Mama Wutz und Peppa wollen ihm einen Streich spielen. Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Peppa und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April. Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen. Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Peppa spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Peppa. Die haben mich aber erschreckt. April, April! Ich bin wieder reingefallen, Peppa. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Peppa? Peppa und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Peppa und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken. Nicht wahr, Peppa? Ja. Das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Da stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Peppa und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh.
Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April. Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Peppa. Yeah, danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. April, April. Peppa liebt den 1. April. Jeder liebt den 1. April. Peppa und Emily Elefant haben heute viel Spaß am Strand. Sie lieben das Wasser. Schau, Emily, ich bin ein Fisch. Blub, blub, blub. Ich habe eine Idee. Hier sind so viele Fische, Peppa. Oh, wie machst du das nur, Emily? Hältst du die Luft an? Nein, ich kann mit meinem Rüssel atmen, weil er ist so lang. Oh. Oh, was ist los, Peppa? Ich wünschte, ich hätte auch so einen Rüssel. Dann könnte ich unter Wasser atmen und die Fische sehen. Ich hab's. Komm mit mir, Peppa. Tada! Dieses Rohr trägst du in deinem Mund. Damit kannst du unter Wasser atmen. Wie Emilys Rüssel? Genau wie Emilys Rüssel. Wieso klingt deine Stimme so seltsam, Peppa? Wegen des Schnorchels. Damit kann ich unter Wasser atmen. Wie du. Guck. Nein, Peppa. Oh, Peppa, du musst vorsichtig sein. Bäh. Der Schnorchel ist kaputt. Und das Wasser schmeckt furchtbar. Weil es eben Salzwasser ist, Peppa. Press mit dem Schnorchel im Mund die Lippen fest zusammen. So kannst du durch den Mund atmen, ohne Wasser zu schlucken. Du musst ganz, ganz langsam und tief atmen. Schau her. Peppa übt langsame, tiefe Atemzüge. Versuchst du es nochmal? Okay. Ich kann es! Ich habe ganz, ganz viele Fische gesehen. Ja, gut gemacht. Danke für deine Hilfe, Emily. Und um den Salzwassergeschmack loszuwerden, kriegst du von Schorsch und mir jetzt Eiscreme! Yay! Heute gehen Peppa und Schorsch mit Oma und Opa Wutz picknicken. Fast geschafft! Peppa darf heute zum ersten Mal den Picknickkorb packen. Alles okay, Peppa? Ich will alle Spielsachen zum Picknick mitnehmen, aber sie passen einfach nicht rein. Brauchst du wirklich alle Spielsachen? Na gut, dann nehme ich nur meinen Teddybär mit. Dinosaurier! Und den Dinosaurier. Wundervoll, denn wenn wir all deine Spielsachen einpacken, hat das Essen nicht mehr Platz. Was würdest du denn gern beim Picknick essen, Peppa? Oh, machen wir Spaghetti. Ich liebe Spaghetti. Spaghetti sind keine gute Wahl für ein Picknick. Wie wär's denn mit Sandwiches? Sandwiches liebe ich auch. Was ist euer Lieblingssandwich? Marmelade! Peppa, Schorsch und Oma Wutz machen Marmeladensandwiches. Brauchen wir sonst noch was für das Picknick, Peppa? Wir brauchen eine bequeme Picknickdecke. Kannst du eine suchen, Opa? Zu Befehl, Peppa. Oh, oh nein!
Beim Marmeladensandwich machen richtet man eine Sauerei an. Der Versuch, die Sauerei zu beseitigen, ging nach hinten los. Keine Sorge, man kann keine Marmeladensandwiches machen, ohne dabei zu kleckern. Peppers-Sandwiches sind dreieckig. Tada! Die von Schorsch sind dinosaurierförmig. Hier ist eine Decke. Brauchen wir sonst noch was, Pepper? Wir brauchen Becher für den Orangensaft. Ja, gut gemacht, Pepper. Jetzt können wir losgehen. Das wird heute ein Riesenspaß. Oh. Oh nein, es regnet. Picknicks machen im Regen weniger Spaß. Oh je, wir müssen unser Picknick im Freien leider verschieben, oh. Pepper. Oh. Aber wieso verlegen wir unser Picknick nicht einfach nach drinnen? Ja! Pepper hat das Picknick im Haus vorbereitet. Jetzt können wir picknicken, obwohl es draußen regnet. Und all meine Spielsachen sind auch hier. Picknick! Alle genießen Peppers Picknick. Und Pepper hat es liebend gern vorbereitet.